neuen Release der TT Performance Suite haben sich einige Änderungen in der Produktfamilie ergeben. Das betrifft zum einen den Namen der Produkte und zum anderen auch die jeweiligen Komponenten. Aufgrund der kontinuierlichen Weiterentwicklung unserer Software und den neuen Features und Functions war deswegen eine Namensänderung notwendig. Die erste Änderung betrifft den Namen der TT Performance Suite. Die TT Performance Suite gewinnt jetzt ein S. Das heißt, aus TT Performance Suite ist jetzt TTS Performance Suite geworden. Die nächste Änderung betrifft unsere Produktfamilie. Aus TT Knowledge Force und TT Guide wird jetzt das Editionsmodell der TTS Performance Suite. Das heißt, wir werden zukünftig 3 Editionen haben. Die TT Knowledge Force ist jetzt ab Release 2021 die TTS Performance Suite in der Learning Edition. Der TT Guide wird zur TTS Performance Suite Guidance Edition. Und die TT Performance Suite wird zur TTS Performance Suite in der Digital Workplace Edition. Die dritte Änderung ist die Änderung mit den größten Auswirkungen in Ihrer täglichen Arbeit mit unserem Produkt. Sie betrifft die Komponenten. Die neuen Namen beschreiben jetzt die Funktionen besser und dienen Ihnen zu einer besseren Orientierung. Die TTS Performance Suite in der Learning Edition, ehemals TT Knowledge Force, hat 3 Komponenten. Den TTKF Client, die Workbench und den Publisher. Der TTKF Client ist jetzt der Producer, mit dem Sie E-Learnings, IT-Dokumentationen und Schritt-für-Schritt-Anleitungen erstellen können. Die Workbench heißt jetzt Curator. Mit dem Curator können Sie zielgruppenspezifisch Ihre Inhalte verwalten. Und der Publisher ist jetzt der Web Access, mit dem Sie Ihre Inhalte strukturiert bereitstellen können. In der Guidance Edition, ehemals TT Guide, gibt es lediglich 2 Änderungen. Die Workbench und den Publisher. Der Quick Access und der Creator bleiben gleich. Somit gibt es 4 Komponenten in der Guidance Edition. Den Curator und den Web Access kennen Sie ja schon aus der Learning Edition. Mit dem Quick Access können Sie kontextsensitiv Inhalte bereitstellen, direkt am Arbeitsplatz. Und mit dem Creator können Sie ganz schnell und einfach Schritt-für-Schritt-Anleitungen erstellen. Die TTS Performance Suite in der Digital Workplace Edition verbindet die Learning mit der Guidance Edition. Somit ergeben sich 5 Komponenten. Der Producer, der Curator, der Web Access, der Quick Access und der Creator. Die TTS Performance Suite ist und bleibt die umfassendste Software-Suite für Digital Adoption. Denn sie ermöglicht Performance Support, sie beinhaltet ein Autorentool und ein Content-Management-System.